Landes. Weil funktioniert wir in Chemnitz, denn wir setzen das Zeichen für Frieden, für Freiheit. Es waren natürlich keine 100 oder 500.000 Menschen, aber die, die da waren, haben natürlich gemeinsam wieder das Zeichen gesetzt für das, was in diesem Land schiefläuft und natürlich für den Frieden. Gemeinsam sind durch die Stadt gezogen. Viele, viele Trottel von da weg. Und ja, aus den verschiedensten Teilen Deutschlands gemeinsam, ungespalten und eben zu zeigen, dass das Volk zusammenhalten kann. Und ich denke, das wird sein. So mit 30 Grad wahrscheinlich dann am Wochenende. Da sehen wir, die Klimakleber bestimmt wieder zurück und werden sich wieder für den Klimawandel einsetzen. Bei Regen und kälterer Temperatur ist da wohl nichts los. Naja, vielleicht nimmt man dann kein Geld dafür, ich weiß nicht. Oder ist es einfach mal nicht glaubwürdig genug, wenn es halt nicht so warm ist. Natürlich hat das alles seinen Sinn, wenn es nicht kälter ist, dann sind auf einmal wieder 30 Grad. Dann fühlt sich das doch für den einen oder anderen an, als wären 35 oder 40 Grad. Ja, darüber sollte man ab und zu mal nachdenken, was hier eigentlich so wirklich schief läuft. Vielleicht kann man ja das eine oder andere Flugzeug abends mal weglassen, was die Streifen hinterlässt, aber da ist man ja schon wieder umschirrt, die Theorie. Aber teilweise hat man ja Bilder am Himmel, wie ich nicht sag, stumpf. Der eine Streifen kreuzt den anderen und dann kommt der nächste. Den haben wir dann geschnurrt, um alles zu verkreuzen war und dann kann man miteinander spielen. Und da hat sich schon keine Flieger gefunden dafür. Naja, vielleicht kommt ja dann noch ein Schrauber oder wieder. Nehmen wir hinterher, machen wir von hinten Kopf hier. Zumindest, ja, Biontech habt ihr ja bestimmt auch mitgekriegt. Ach, jetzt erhoben, ja, ja. Da sind sie direkt los. Und jetzt, ja. Bei YouTube? Bei Biontech. Ja. Und
Wahrscheinlich haben sie das damit verstellt, dass das Ganze... Karl-Heinz Böhm. Karl-Heinz Böhm. ...als Steuerzahler unseren Jahren ausgegeben haben, dass sie damit schon gerechnet haben. Doch viele haben das Impfangebot eben nicht angenommen, sind nicht 3, 4, 5-mal impfen gegangen. Und somit scheint wohl bei uns jetzt erstmal die hohen Zahlen. Wenn wir Steuerzahler haben, ja bestimmt noch ein paar Gelder übrig, die dann wieder mit Subventionen oder ähnlichem die Firma stützen werden. Und dann kommt bestimmt die nächste dritte Welle, wo man dann wieder Geld verdienen kann in irgendwelchen Interessen von Lobbyisten, von Pharmaindustrie und Co. Aber wir haben dazugelernt, wir lassen uns das nicht mehr einreden. Wir denken selber, wir entscheiden für uns selber, wir sind selbstdenkend. Das kann man mittlerweile, war das früher bei Querdenken, jetzt ist es selbstdenkend. Nur wer selber denkt, kann sich auch selber schützen. Als Angst wird Mut, aus Mut wird Widerstand.
Und genau der ist hier auf der Straße. Widerstand gegen diese Regierung, gegen die Maßnahmen, gegen alles, was bisher euch geschehen ist. Und für die Aufarbeitung der Corona-Zeit. Denn da sind Dinge geschehen gegen uns, gegen das Volk, gegen das Land, die aufgearbeitet werden müssen. Und es müssen diejenigen zur Rechenschaft gezogen werden, die dafür verantwortlich waren. Wir sind Hunderttausende und das ist immer noch die Wahrheit und die wird leider nicht in den Medien gebracht. Aber wir kennen sie und wir werden sie nicht vergessen. Die Wahrheit, die mit uns geht, mit uns gemeinsam als Zeugen für dieses Land. Dem kann ich bei lange nicht das Wasser reichen. Ich versuche es ja halbwegs recht und schlecht, diese Rede hier vorzutragen. Also, fangen wir an. Am 25.